Servus, hallo und willkommen zurück zu Shovel Knight Part 10. Im letzten Part haben wir Mole Knight besiegt und wir haben eine neue Fähigkeit. Deswegen gehen wir nun in Knöchlersteinbruch und testen die einfach mal. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Okay, zack, zack. Verstehe. Ich muss halt im wahrsten Sinne des Wortes Schlag auf Schlag gehen. Okay, ist gar nicht so einfach. Also ich dachte, man kann es einfach gedrückt halten, aber Pustekuchen. Okay. Aua. Hol's dir zurück. Ja. Sehr lustig. Oh Gott. Ich bin aus Versehen auf den L-Button gekommen. Es tut so weh. Also das Ding macht mich ärmer, anstatt reicher. Okay. Ich muss halt rumtippen wie so ein Wahnsinniger, weißt du? Ah, okay. Ich kann das doch mehr oder minder gedrückt halten. Das funktioniert schon noch. Aua. Ah, da war das Timing ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht war das Timing. Habt ihr gesehen, wie schlecht das Timing war? Oh Gott. Okay. So. Yep, das werde ich mir nicht zurückholen. Klappt einfach nicht. Egal. So, bitte nicht wieder alles kaputt machen, ihr Dödel. Hausurlaub. Nein, nein, nein. Perfekt. Perfekt. Okay. Geh mal weg. Ah, schade. Nein! Oh Gott! Das sind dann immer so 2-3 Zentimeter. Nee, die Fähigkeit und ich, wir werden leider keine Freunde. Tut mir leid. Das, das wird nicht. Okay, das sitzt. Das auch. Ihr kämpft mich mal kreuzweise. Geht das? Hab ich's eingesammelt? Ja, ich glaube schon, oder? So ein bisschen, ne? Oh Gott, ihr verarscht mich doch. Okay, das ging. Das hat funktioniert. Okay, Nein, ich... Ich komme immer auf die Schultertaste. Das ist so dumm. Es ist halt. Kannst du nicht anders sagen. Das ist einfach dumm. Ich strenge mich hier einfach zu sehr an. Ich will es zu sehr, verstehst du? Ich mag die Fähigkeit nicht. Sie ist zwar schon ganz cool, aber. Nach oben drücken und rechts drücken und. Halt nicht so einfach, finde ich. Okay. Zack, zack. Yes! War's das? Darf ich bitte gehen? Dankeschön. Oh Mann. So, dann würde ich sagen, wir machen den Kerl hier platt. So. Aha, schau mal. Also gegen die ist das sehr, sehr, sehr wirkungsvoll. Das ist cool.
Hallo? Wow. Das ist ganz schön viel. Ist das ein Abgrund? Naja, mehr oder minder. Na, komm runter. Das da oben, dann lasse ich einfach mal. Okay, da kann ich nicht runterfallen. Alles klar, wunderschön. So, das läuft. Oh nein. Okay, komm her. Mietz, 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 Mietz. Komm her. So, hättest du die Gnade, vielleicht ein bisschen kaputt zu gehen? Ja, macht er. Dankeschön. Halb so wild. Wunderbar. So, was haben wir denn hier? Gestrandetes Schiff Polar Knight. Oder Abkürzung? Fragezeichen. Dann kämpfen wir erstmal gegen den Kerl hier. Die Verzauberin. Mit dir an unserer Seite, Black Knight, ist die totale Macht zum Greifen nah. Ich flehe dich an. Nimm dir meine Worte zu Herzen. Mir geht es allein um deine Sicherheit. War das die Verzauberin? Sag mir wahr. Du! Bist du dieser Scharade nicht leid? Halt dich da raus! Du bist noch kein... Du bist noch keinem blind gefolgt? Warum blind? Hä? Verstehe ich nicht. Du bist noch keinem blind gefolgt, Black Knight. Aber der Orden und die Verzauberin müssen weg. Ach so, du bist noch keinem blind Narr! Du wandelst auf einem Pfad, der dich ins Verderben führt. Der einzige Pfad, den ich suche, führt zum Turm des Schicksals. Und ich werde ihn erreichen. Niemals! Stehle deine Schaufel! Mein Freund, ich hab neue Tricks drauf. Ich würde mich nicht mit mir anlegen, wenn ich du wäre. Okay, zugegeben, das sind alte Tricks. Aber sie funktionieren trotzdem. Echt gut sogar. Ach, du kannst gerade hier auch. Zack mal. Zack. Noch was? Der wirft Dreck nach uns. Bunten Dreck. Ist er vom anderen Ufer, wer weiß. Scheint das nur so oder kassiere ich gerade wirklich mehr als er? Ja, noch, ne? So. Das war's. Da haut er wieder ab. Okay, das hat funktioniert. Wir gehen jetzt zum Panzerdingskirchen zurück und kaufen uns ein bisschen mehr. Kaufen uns jetzt mal auf. Rüstung. Halb so viel Gold. Mhm. Probier das mal. Wie das genau aussieht. So. Muss ich das andere jetzt wieder... Nee, muss ich nicht. Das kriege ich halt dazu. Aber das letzte, was ich halt angewählt habe... Ah, ich verstehe. Wenn du einen Kampf fällst, da lässt du nur halb so viel Gold. Okay, gut. Fahr damit. Jetzt können wir ihm vermutlich sagen, wie wir aussehen wollen, oder? Ja, genau. Die Farbe können wir also bei ihm ändern. Nö, ich finde rot ist doch eigentlich gar nicht so... Ist gar nicht schlecht. Dankeschön. Nice. Was geht da oben? Uhrenturm Tinker Knight. Und Flugmaschine Propeller Knight. Was haben wir hier? Rostige Flucht.
Abkürzung. Wir probieren erstmal das hier. Angegrauter See. Was für ein gefährlicher Klippen. Du willst noch weiter? Dann solltest du besser fliegen lernen. Ich kann aber noch nicht fliegen. Ja, wollen wir zurück auf jeden Fall. So, wahrscheinlich Propeller Knight und so, ne? Das könnte eventuell eine Abkürzung sein. Warte mal, kann ich das irgendwie drehen? Abkürzung wohin? Aua. Na gut. Was zählt als Abkürzung? Lass ich gelten. Ja, wir haben kein Gold mehr. Wir haben ja alles in Rüstungen verbraten. War aber auch wichtig. Kann man echt nichts sagen. Ah! Die bleiben aber nicht alle aktiv. Es geht hier nicht nur um die Farbe. Pass mal auf. Pass mal auf. Pass mal auf. Pass mal auf. Oh, das ist leider schade. So. Zaubermantel. Ich dachte natürlich in meinem grenzenlosen Wahnsinn, dass die alle gleichzeitig wirken. Nee, tun sie nicht. Aber jetzt können wir ein bisschen mehr zaubern. So, auf die Abkürzung pfeife ich. Fliegen kann ich nicht. Ich würde sagen, es wird Zeit für Polar Knight. Im gestrandeten Schiff. Was der Kerl drauf hat, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann!